Yo, Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlogmas Day. Und zwar Vlogmas Tag. Oh, ich habe hier noch Zahnpasta. Tag 19. Sarah ist auch hier. Bei sie hat Urlaub. Und sie hat uns Frühstück gemacht. Sie kam gerade in mein Zimmer mit diesem Matcha und meinte, ich habe ich so getrunken. Ich sag, hast du mir Matcha gemacht? Sagt sie, ich habe dir auch Frühstück gemacht. Richtig süß. Wie kommt das? Ich habe gehört, dass du auch da bist wegen dem Wecker. Oh. Dann dachte ich mir, so bin ich später arbeiten. Süß! Also auf dem Menü steht ein bisschen Rührei, Tomaten, Hähnchenbrust und ein Zwiebelbaguette. Sehr yummy. Und Erdbeeren. Und ich freue mich, während Sarah noch die Erdbeeren schneidet. Oh, da wart ihr schon wieder weg. Machen wir hier meinen Adventskalender auf und machen erstmal einen Sip von dem Matcha. Schokozitrone. Oh, der ist echt lecker. Hast du ihn mit Kaffee gemacht? Irgendwie mag ich den ohne Kaffee besser. Also irgendwie. Also ich krieg von Kaffee Blähungen, Leute. Ich habe auch schon so lange keinen Kaffee mehr getrunken. Ich, weil ich krieg immer so einen Blähbauch. Ich muss immer so pupsen und so. Ganz komisch. Ich fall danach. Was ist denn dein Haar? Ja, Haarmaske. Was hast du reingemacht? Ich will mir einfach irgendeine rein, die ich besitze in meiner Schublade. Ach so. Diese von Garnier, die du mir letztes Jahr im Adventskalender gegeben hast. Ja, weil die so glänzend sind, frage ich. Ey, diese Türchen, ne? Ich weiß ehrlich nicht, wer soll das mit normalen Fingern. Jetzt ist das hier ein bisschen zerstört. Oh wow, was ist das? Eine Erdemaske. Cleansing Mask. Kann man ja viel von benutzen. Riech halt nach. Ja. Ist halt nichts, ne? Aber ist ehrlich, damit kann ich gefühlt nur meine Nase einreiben. Aber dann halt mal hat halt meine Nase ein tolles Erlebnis. Wenn sie doch gut ist. Ja. So, wir frühstücken jetzt gemeinsam. Und dann gucken wir vielleicht Temptation Island zusammen im Wohnzimmer. Und ich fahre vielleicht genüsslich von. Vielleicht fahre ich dann Fahrrad daneben. Oh, fast die Pflanze umgeschmissen. Du musst ja arbeiten. Um 13 Uhr. Ich muss dich von 11 bis 18. Ich war so, warum steht diese Sprache auf? Dann und dann. Ja, und dann haben die gesagt, ich soll doch lieber von 13 bis 20. Musst du morgen arbeiten? Ich stehe im Plan, aber die meinte eventuell. Aber es ab 15 Uhr. Okay, dann kannst du ja trotzdem mitkommen. Zu meinem Termin? Eigentlich schon. Eigentlich habe ich dann noch eine Vorlesung morgens. Vielleicht ist er nett und hat das selber abgesagt. Zum Beispiel für heute hat der Dozent gesagt, ja, machen wir früher Ferien, wa? Ja, offiziell ist ja bis morgen. Mhm. Nee. Aber das war jetzt der gleiche Dozent. Nee, ein anderer. Aber vielleicht gibt es ja mehrere nette Menschen auf der Welt. Leute, Sache und ich haben gerade das Finale, also das finale Lagerfeuer von Umut und Anna-Maria gesehen. Leute, ich habe nur diese eine Folge geguckt und ich hatte schon nach dieser einen Folge richtig Hasskick auf Ohren. Was ist das für ein Narzisst, wie der auch mit Mona geredet hat? Richtig ekelhaft. Der ist so ein abartiger Mensch, ne? Leute, das wird noch schlimmer nächstes Jahr. Ey, David, ich bin so gespannt auf die Wiedersehen-Folge. Ich hätte dem schon einen geklatscht und ich hätte den totgeschlagen. Der ist doch wirklich. Mit diesen Fackeln. Der ist. Also, ich muss ehrlich sagen, ich beleidige Menschen nicht gerne und auch nicht oft. Ja, aber er hat's verdient. Aber bei dem. Der hat's verdient. Da fehlen einem einfach die Worte. Der ist wirklich, also. Der ist hier zu dem Club beigetreten, Alex, Nico und Robin. Herzlichen Glückwunsch, die haben jetzt einen neuen Mitglied. Ja, zweiter Sohn, Leute. Ja.
Leute, ich gucke gerade den Vlog von Sarah und Dolenei. Wie schön ist bitte diese Tasche? Wie schön ist die bitte? Die ist einfach ein Traum. Es gibt so eine, die ähnlich aussieht mit so Glitzersteinchen da drauf. Die finde ich noch süßer. Ich muss mir die irgendwann einfach holen. Ich muss. Ich manifestiere es für nächstes Jahr. Ich hole mir eine. Toni und ich sind in der Stadt, weil wir noch Geschenke für seinen Nichte und Neffen suchen und sind bei Müller, weil ich doch meine Arbeit später anfange. Deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst. Und es gibt so vieles, aber irgendwie können wir uns auch nicht entscheiden. Und bei dem Kleinen gucken wir die ganze Zeit nach Autos, aber es gibt einfach viel zu viel. Und bei der Kleinen, keine Ahnung. Ich denke immer, Autos und Puppen zu haben, ist ja auch langweilig. Irgendwann wollen die auch was anderes haben. Sarah hat mich netterweise von der Arbeit abgeholt. Wir sprinten jetzt zum anderen Ticketautomaten, damit wir nicht die Gebühr bezahlen müssen. Bitte, Sarah. Und wir wollten uns eigentlich Sushi kaufen, weil wir richtig Bock auf Sushi haben, weil meine Arbeitskollegin die ganze Zeit über Sushi geredet hat. Und jetzt haben wir mega Bock auf Sushi. Aber wir wissen nicht, ob wir was holen, weil wir haben hier beim Rewe geguckt. Und da gab es halt kein Sushi, auf was wir Bock hatten. Da gab es nur so Wraps und Bowls. Und deswegen gucken wir bei dem Sushi-Mann hier in der Stadt, was der so für Sushi hat. Ich glaube, wir irgendwas davon Lust haben. Sonst müssen wir wieder irgendwo einkaufen fahren und uns da was holen. Und ja. Irgendwie ist mein Lip Liner heute richtig gut geworden. Ich habe ihn vorhin erst drauf gemacht. Wir waren bei Depot, weil ich wollte eigentlich Geschenkpapier holen. Aber ich habe keins gefunden, was mir gefallen hat. Und jetzt bin ich sad. Aber sonst gucke ich morgen mit Sarah. Und Sarah und ich gehen morgen zu einem besonderen Termin. Ja. Denn Sarah hat einen Besprechungstermin für ihr Tattoo, beziehungsweise sie will 3 machen. Und da gehen wir morgen hin. Übertreib nicht, am Ende gefallen sie dir nicht. Nee, das ist dieses auf Dauer. Dieses Kreuz. Dieses kleine. Da? Ja, aber da überlege ich noch. Ja, mach lieber nicht, weil die Eltern kriegen Herzinfarkt. Isa heißt sie. Auf jeden Fall düsen wir jetzt. Wo düsen wir jetzt hin? Sonst fahren wir aus dem Parkhaus und dann gucken wir wegen dem Sushi, sonst fahren wir zum Rewe. Oder? Also gucken, ob es da was Geiles gibt. Also Sarah und ich haben diesen Ständer hier entdeckt. Wir wollen diese Gurke probieren. Lass bitte nicht Hot Mama nehmen. Dill Pickle oder Sour Sis? Weiß nicht, was denkst du, was besser schmeckt? Magst du Dill? Geht so. Dann nehmen wir Sour Sis, okay? Okay, und wir haben uns jetzt hier Sushi, eine Sushi-Tablet. Oh mein Gott. Und hier so Nudeln. Ich habe mit Tofu und Sarah hat mit Kimchi. Und das verspeisen wir gleich zusammen. Leute, wir haben eigentlich in Thailand so geile Nudeln gegessen, also Ramen. Ja. Das war so lecker. Müssen lachen, oder? Ja. Nur wegen den Nudeln. Ja. Also wir haben jetzt die Suppen. Ich habe aus Versehen meine Sarah-Suppe in meinen Becher getan und meine Suppe in ihren Becher getan. Mmh. Schleckalini. Aber schmeckt irgendwie nicht nach Tofu. Pilztofu. Nach Pilze schmeckt es auch nicht. Hab mich verschluckt. Aber schmeckt sehr yummy. Schmeckt deins auch? Mhm. Mhm. Wir haben hier natürlich. Ist hier irgendwas runtergefallen? Spicy Mayo und guckt euch bitte. Guck mal, wie wenig noch drin ist. Ja, weil ich voll viel bei der Arbeit gegessen habe. Ich habe die ganze Flasche mit zur Arbeit genommen. Echt? Wenn ich so Fisch mit Reis gegessen habe und Gurken. Ja. Richtig stereotypical Asian. Yes. Jetzt probiere ich hier Sushi mit unserer leckeren Soße. Kannst du das auch? Ja, hier, nimm einfach die. Danke. Und wir gucken jetzt Harry Potter 2. Leute, ich bin so ein richtiger Suppenliebhaber. Sarah ist, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der von einer Suppe satt wird.
Also von so einer richtigen Suppe wird man ja auch satt, aber von so. Ich esse aber auch immer einen ganzen Topf Buchstabensuppe oder so. Was eigentlich mit dem Buchstabensuppe passiert letztens, was du nicht gegessen hast? Ich glaube, die wurde weggeschmissen in die Toilette. Also hast du es wieder nicht gemacht? Wie bitte? Also hast du es nicht gemacht? Sehr yummy. Kommentiert mal, was euer Lieblings-Sushi. Ich mag am meisten so mit Frischkäse und Hähnchen oder Lachs. Also wenn die zwei Sachen dabei sind, kannst du so crunchy werden. Sushi, also so ja. Frittierten Sushi. Oh ja, das ist auch geil. Aber was muss dann drin sein? Hähnchen oder Fisch. Ich weiß nicht, ich mag es nicht so gerne. Also muss jetzt nicht unbedingt Avocado dabei sein. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn es drin ist. Ich liebe Gurke. Also. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Ne? Gurke Maki. Ja. Das liebe ich. Was auch geil ist, ist. Oh, ich hab's vergessen. Aber ich nicht so frei, wenn da Mango drin ist. Das habe ich noch nie gegessen. Und will ich auch nicht. Aber voll viele essen ja so Bowls mit. Aber wisst ihr, was auch lecker ist? Mit Mango und so. Sushi mit Shrimps. So frittierten Shrimps. Mm. Ich habe das da mit Melissa und Talia gegessen. Das war so geil. Mm. Die zeigen mir hier richtige Hotspots in Köln. Meine Mutter. Ich war ja auch mit Marie einmal Sushi essen. Das war auch so geil. Wir haben auch so Vorspeise. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gegessen haben. Das war auch richtig lecker. Kennt ihr diese Menschen einfach? Kein Sushi mögen? Nein. Also. Die ihr so noch nicht so lange kennt. Aber die, ihr seid schon so richtig eng. So sind Melissa und Talia für mich. Zum Beispiel Melissa kenne ich nur dadurch, dass wir uns auf Insta gefolgt haben und wir mochten beide Bücher. Und entweder ich habe auf ihre Story geantwortet oder sie auf meine. Und dadurch haben wir uns dann kennengelernt. Echt? Die sieht gar nicht wie so eine Lesemaus aus. Doch. Die guckt doch Animes. Vor allem so One Piece. Sie ist richtiger Fan. Ja, so sieht sie mehr aus. Also bist du auch so jemand, der so auch der Person oft schreibt und so? Ja, nicht so wie andere Personen. Ich schwöre, ich kann das nicht. Deswegen habe ich keine Freunde. Ich kann das einfach nicht. Manchmal, zum Beispiel Carina hat mir geschrieben, ich habe locker vor 2 Wochen das letzte Mal geantwortet. Ich sehe es einfach so wie, du weißt schon wer. Ich weiß nicht, es hört sich so dumm an, aber ich habe keine Kraft dazu. Klar, das ist keine Ausrede, weil wäre das so die Priorität, würde man es machen, ne? Aber ich frage mich, warum ist es nicht meine Priorität? Vielleicht, weil du andere Dinge im Leben zu hast. Du studierst zum Beispiel. Du gehst arbeiten also öfter in der Woche. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche, wenn dann, so eine feste Freundin, die aber schon so ohne das kennenlernen, weißt du? Ja. Die so weiß. Wo man das einfach fühlt, so direkt. Mhm. Aber ich fand immer recht schwer, solche Menschen zu finden, weil manche Menschen heutzutage. Ich schwöre. Ich finde, so viele Leute sind auch auf Geld aus, auch in Freundschaften. Also schon, wenn man so irgendwo essen geht oder sowas. Früher, ich weiß noch, in der 7., 6. Klasse und so, wir haben alle zusammengeschmissen. Wir dachten, egal so, Hauptsache die Person, die essen will oder so, hat ihr Essen. Mhm. Und heutzutage ist das gar nicht möglich. Vorbei. So, weil wir, das ist so ein Geben und Nehmen, weißt du, so. Zum Beispiel sage ich dann so, ja, ich bezahle mal, wenn wir essen gehen oder so. Mhm. Deswegen. Ich hatte mal eine Freundin. Also egal, wie viel Geld sie gehabt hätte und wenn du kein Geld hättest, sie hätte dich verhungern lassen. Wer? Ich weiß gar nicht, ob sie meine Videos guckt. Bestimmt so undercover.
Ja, aber... Also ich möchte mir jetzt auch nicht darstellen, als ob ich meinem Feind eine Suppe kaufen würde zu essen. Aber ihr wart jetzt keine Feinde oder so. Ja, nee. Vielleicht hat meine Freundin die... Also sie konnte wirklich gar keine Freundschaften pflegen. Und ich will auch nicht schlecht über sie reden, weil eigentlich wünsche ich ihr nur das Beste und so. Weil die ist jetzt auch mit ihrem Freund und so zusammengezogen. Ich weiß ja meine Meinung dazu. Aber keine Ahnung, ich fand das halt einfach nicht so cool, dass ich mich bei ihr gemeldet habe. Leute, ich habe einmal einen Monat auf eine Antwort gewartet. Also da hat sie mir noch nicht mal von selbst geantwortet, sondern dann habe ich ihr irgendwann so einen Text geschrieben, dass ich das halt absolut nicht geil finde. Ja. Vor allem, weil sie wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich halt es nicht so leicht hatte wegen der Trennung und so. Und so, ich finde, wenn man es halt wirklich, wirklich möchte, dann schafft man es, sich auch mit einer Person zu treffen. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ich finde das nochmal was anderes, wenn man weiß, der anderen Person geht es nicht gut, weißt du? Das ist ja nicht, du weißt, alles ist... Ja, ich glaube, wenn man sich tagtäglich nicht so antwortet und wenn man schon... Ich weiß nicht, dann ist es auch nicht das Wahre, weißt du, wie ich meine? Also wenn man nicht so... Wenn du mir zum Beispiel schreibst und ich dann aber 5 Wochen nicht antworte... Weil man muss ja nicht irgendwie 24/7 schreiben, aber so einmal in der Woche wenigstens, wisst ihr? Ja, so dann, wenn die andere Person schreibt, weißt du? So als antwortmäßig. Aber wenn dann halt so gar nichts kommt, dann hat man halt auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ist so. Vor allem, ich bin so ein Mensch, ich nehme mir das dann richtig zu Herzen. Und das verletzt mich dann halt voll, weil dann habe ich halt das Gefühl, dass ich der Person egal bin, so. Und wenn dann halt so Begründungen kommen, halt wegen Arbeiten so, dass man ja nicht so viel am Handy ist, aber halt die ganze Zeit Rundsets macht und meine Storys liked, dann denke ich mir so, fällt dir nicht einmal so ein, mir zu antworten? Vor allem, das verstehe ich nicht. So auf WhatsApp nicht antworten, aber dann auf Insta Bilder liken. Und kommentieren so, ich war so, okay. Nur damit, so auf Social Media, alles so auf Social Media. So, wie gesagt, ich will jetzt halt auch nicht schlecht reden oder so, aber ich feiere das halt so gar nicht. Wir meinten halt, wir schenken uns erstmal noch nichts. Beziehungsweise, ich habe das auch von selber gesagt, weil ich bin dann so ein Mensch, ich gebe dann richtig viel für so Menschen aus. Ja. Also zum Beispiel, ich habe halt für 3 Freunde was geholt und das hat insgesamt schon 84 Euro gekostet. Ja, letztes Jahr hat Sarah ihrem Ex-Freund Trikot gekauft. Oder war das zum Geburtstag? Zum Geburtstag, aber es ist trotzdem dasselbe. Leute, ich habe zu meinem Geburtstag einen Anhänger bekommen, der einfach silber war und ich trage nur Goldschmuck. Ja, okay. Das ist halt so Jungs-Dings da. Ja, aber trotzdem, der weiß ja, dass ich nur Goldschmuck trage. Weißt du, so, keine Ahnung, ein bisschen weird und so keine Gedanken gemacht. Ja. Bist du dein Stäbchen für Sushi? Bist du es nicht? Ich bin satt. Jackpot! Ach. Wir haben noch die Sour Sis. Die müssen wir noch probieren. Aber wir gucken erstmal ein bisschen Harry Potter. Also ich? Leute, wir probieren jetzt unsere Sour Sis, unsere 5. Sour Sis. Und guck mal, wie fett die Gurke einfach ist. Und ich zeig dir auch mal. Mal gucken. Ich finde, das klingt irgendwie sympathisch, wenn da Sour Sis draufsteht. Ja. Guck mal, meine Haut in der Kamera. Ja, richtig. Und? Also, wir mögen auch eigentlich Gurken, so eingelegte. Lass mich mal dran riechen. Boah, riecht richtig nach so einem Mc's Burger. Oh, ja. Ja. Mit so ist diesen Gurken. Ist nicht die Cheeseburger ohne die... Nee, ich esse die mit, mittlerweile. Dein Blick nur so... Was eine Kurve. Also, ich muss aber irgendwie sagen... Also, die Gurke ist schon pervers, dick. Die sieht ein bisschen anders aus. Willst du zuerst oder ich zuerst? Kannst du zuerst? Okay, Leute. Sarah probiert jetzt.
muss ich kurz machen. Und? Also, die ist sehr sauer. Echt? Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich probiere die jetzt. Ja. Dann wird die meine Mama und Papa zeigen. Die ist schon sehr süß. Sehr sauer. Sauer. Da ist so viel Wasser drin in dieser Gurke. Also kann man machen. Aber ich verstehe nicht, warum die Amerikaner das auf Ernst haben. So als Snack. Wann denkst du dir so, boah, ich habe schon Bock auf so eine XXL-Gurke.